Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, willkommen zu den Morning News. Donnerstag ist es. Und ja, heute Abend auch wieder ein BBG Wissen Talk zum Thema Retouren. Ja, Recht auf Reparatur. Damit hat sich die Europäische Kommission beschäftigt. Das ist ein Punkt, der uns gerade dann die nächsten Jahre weiterverfolgen wird oder auch schon jetzt begegnet, wenn wir uns Gedanken darüber machen, Produkte neu zu entwickeln. Also wirklich ins Product Engineering gehen, wie zum Beispiel die BBG, die ja sehr viele eigene Produkte entwickelt. Dann hat das zur Konsequenz, dass wir uns hier schon mal Gedanken darüber machen müssen, dass wir halt auch die Ersatzteilversorgung und die Reparaturmöglichkeit auch gewährleistet haben für unsere Verbraucher. Also überall da, wo ihr erst in Verkehrbringer in den europäischen Wirtschaftsraum seid, sind es Punkte, die, denke ich, mir recht bald auf uns zukommen werden, dass wir den Verbrauchern eine Reparatur ermöglichen müssen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das unter Umständen unangenehm werden wird, wenn wir Produkte haben, die wir dann halt anpassen müssen, weil sie im Produktzyklus sind, im Produktlebenszyklus sind. Grundsätzlich finde ich das okay, weil wir haben hier natürlich einen Dienstleistungsbereich, der sich hier enorm eröffnet. Ich selber habe hier vor mir stehen mein Rechner, mit dem ich arbeite, Microsoft Studio 2. Das Ding sah für mich erst mal sehr verkapselt aus, machte Lärm. Zuletzt war ich nur ein Lüfter nicht mehr so gut. Lüfter bestellt und ich war total überrascht, dass der Boden unten verklipst war, also nicht verstaubt war. Ich wurde nur mit Klipsen den Boden aufgemacht. Ich glaube, 2 oder 3 Schrauben waren zu lösen, Lüfter rein, raus, Schiss. Das war, fand ich, extremst smart. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, Zinsen und Inflation. Wir haben alle oder viele haben von uns auf die Zinsentwicklung oder das Zinssignal aus den USA geschaut. Und wir hören in den Medien, dass höhere Zinsen tatsächlich die Inflation bremsen sollen. Warum ist das so? Hohe Zinsen bedeuten teure Kredite. Teure Kredite bedeuten weniger Kredite, das heißt weniger Nachfrage. Das heißt, insgesamt werden die Verbraucher aufgrund teurerer Kredite weniger nachfragen. Das führt zu niedrigen Preisen. Und niedrige Preise, logischerweise, senken die Teuerungsrate, also die Inflation. Deshalb verkürzt hohe Zinsen gleich geringere Inflation. Wir hören da natürlich jetzt auf der anderen Seite auch, nicht nur positive Aspekte, aber offensichtlich scheinen für diejenigen, die die Leitzinsen erhöhen, im Augenblick die Inflationsbekämpfung im Vordergrund zu stehen. Dass es nicht nur positive Auswirkungen hat, haben wir an der Silicon Valley Bank gesehen und zum Teil auch an der Credit Suisse. Und auch andere Banken ächzen über die Folgen der gestiegenen Zinsen. Hier geht es jetzt aber nur darum, einfach mal den Zusammenhang zu erklären zwischen höheren Zinsen, niedrigere Inflation. Und das liegt am Ende des Tages am Verbraucherverhalten, dass der Verbraucher weniger beginnt zu konsumieren. Und das führt zu einer Preissenkung. Ja. Letzte News von Flörke Investor ist pleite. Kids Venture Gesellschafter Patrick Landrock ist mit dieser Gesellschaft in die Pleite gerutscht. Er hat unter anderem auch versucht, Schlecker wieder zu beleben. Das ist ihm nicht gelungen. Von Flörke, die URL, ist auch schon länger abgeschaltet. Zuletzt hatte er darüber und ist in diesem Zusammenhang auch in die Kritik geraten, versucht PS5 zu verkaufen, davor Schutzausrüstung, also Masken, scheinbar, also es scheint ein windiger Typ zu sein, um das mal ganz einfach zu sagen. Mal schauen, ob ich gleich dazu komme, die 2, 3 Sachen noch zusammenzuschreiben. Eine Pleite ist immer blöd, aber so richtig ernst genommen hat ihn wohl keiner, als er gesagt hat, er wollte Schlecker wiederbeleben. Also, naja, egal. Pleite ist er jedenfalls. Bin gespannt, wann die Marke von Flörke wieder kaufbar ist. Die liegt gegenwärtig bei Stark Ventures, so heißt das Unternehmen, wo auch der
Landrock mit drin involviert ist. Naja, egal. Ich wünsche euch jedenfalls einen fantastischen Donnerstag und habt 3 Wochen bis zum Abwinken und auch gerne ein bisschen Umsatz. Bis morgen. Ach nee, stimmt gar nicht. Ja, morgen wird es keinen Morning News geben. Das ist Unfug. Ich bin in Düsseldorf. Na gut, dann habt ein schönes Wochenende vor euch. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dann. Tschüss.